Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Das heißt, verdammt. Eine verdammt lange Nacht, sagen wir so. Das Geile ist, Justin, ich habe jetzt gleich den dritten Ort erkundet. Wir fahren aktuell nach Riak. Wie heißt dieser Ort? Ich kann kein Kroatisch. Rijeka. Rijeka. Schatz, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Klar, Schatz, die mit der Sprung in der Schüssel, die hast du. Voll erwischt. Ach Gott, ey. Ist doch schön. Den Sprung in der Schüssel, die hast du. Deswegen habe ich auch nicht alle Tasse im Schrank. Oh. Auch geiler. Geiler Trailer. So, ich bin mal gespannt, ob der Essig auch heile ankommt, ey, nach dem Bremser vorhin, ey. Weil die Zeit läuft nämlich mir richtig davon, ey. So, mal kurz gucken. Hoppala. Oha. Sehe es gerade. Multistream ist es erlaubt, aber alles verliert, ne? Mal gucken. Ob es da was bringt. Ach ja, schön.
Schleifer. Neigt man ein Schiffshorn, dann fängt man das Auto weg. Sagt der Schleifer zum Schleifer, Schleifer sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Du bist doch komisch, du, ey. Gut gekontert. Gut gekontert, Maus. Sagt der Schleifer zum Schleifer, Schleifer. Johannes, oh, das ist schön. Ja, wenn du später noch Lust hast, kannst du noch am Discord vorbeikommen. Ich habe die Bilder übrigens gesehen. Ich habe die Bilder gesehen von dem Konzert, wo du warst. War ja richtig cool, ey. Schatzi. Hatte Johannes, hattest du wenigstens einen ruhigen Arbeitstag gehabt? Oder ging's so? Aber den Feierabend gönne ich dir, mein Lieber. So. Okay. Naja, eigentlich schon, aber mein Auto ist ausgegangen und ich brauchte Starthilfe. Werde ich morgen wieder ein anderes Auto übernehmen. Ah, okay.
Moment. Aber nicht ein Elektroauto, oder? Ah, Berufsauto, okay, alles klar. Ich wollte mich schon gerade sagen, ey. Ja. Genau. Ja, ich habe leider bei Kelly den Katalog vergessen, ne? Ist toll, gell? Ja, hat die Batterie wieder versagt oder was war dann daran erst das Problem gewesen? Alles klar. Das wird mich freuen. Boah, Digga, was wird das denn jetzt? Ja, du bist doch eine scheiß KI. Du siehst doch, dass ich blinke, oder? Was für ein... Hahaha, was man nicht im Kopf hat, man in den Füßen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen leer, auf dem okay. Boden wälzen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Also meine Freundin hat heute sowas Komisches, ne? Also zum Thema, lachend auf dem Boden wälzen, hm? Alles klar. Die wälzt sich heute wirklich wie so Wal... Na, Walross nicht, aber... Ja, alles klar, da sehen wir uns später auf dem Discord, Johannes, ne? Oha. Was, oha? Nix, oha. Das heißt richtig Bart. Nein, noch besser. Richtig Meister. Ich glaube, am Freitag kriege ich was auf den Deckel. Ich krieg am Freitag auf jeden Fall was auf den Deckel. Mensch, deine Frau geht's voll so gut. Wie sie sich wälzen tut auf. Naja. Das Problem ist, dass ich wohl da nicht überleben tue. Wenn sie sich wälzen tut. Naja. Hast du nicht wirklich gesagt, Mann, bist du gemein, warte ab, wen ich am Freitag zu dir komme, bekommst ein Po, tritt sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Was bekomme ich von dir? Ein Tritt? Achso, du willst mir eigentlich so damit sagen, mit dem Tritt in den Po willst du, also der Tritt in den Po ist die Bezeichnung für lacht auf dem Boden wälzen, okay? Ist auch mal was. Statt sie sagt Po, ja, lachend auf dem Boden wälzen, ja, als Tritt. Der ist gut. Schatz, jetzt habe ich dich. Oh, da fährt ein Tesla. Da fährt ein Tesla. Hau weg, das Ding. So, wie viel haben wir denn noch? Ei. Ein Teil 100. Wegen dir habe ich ein Lachflash, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Ah.
Das hat seine Dachfläche und dazu muss er sich jetzt noch auf den Boden legen und wälzen. Ja, der Nachbar freut sich unten, wenn es zu laut ist. Ist dann fast, das ist dann fast wie die, wie sowas hier, ne? Wo haben wir? Ich lieb den Alert. Bist du das, Schatz? Sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Denk dran, wenn ich eine Ratte bin, ne? Dann tust du mir leid. Dann hast du nachts nichts mehr zu schlafen. Dann halte ich dich wach. Denk dran. Das ist immer wieder was Schönes. Egal wie es mir geht, aber du bringst mich immer zum Lachen. Klar. Ich weiß, dass ich dich zum Lachen bringen kann. Das ist so, wenn wir einkaufen gehen. Das ist wirklich so passiert. Wir waren unterwegs gewesen und vorne war halt eine Schiebetür gewesen. Also Schiebetür, Glastür, ne? Und ich red halt so. Merk's halt nicht, dass was vor mir ist. Voll gegen die Tür. Voll die Fratz an die Wand. Ey, so richtig schön. Böse Zungen behaupten, dass Sascha zum Lachen ist Kappa. Ja, du. Und das Beste war, der Johannes war ja zu Besuch gewesen. Hahaha. Johannes war zu Besuch gewesen, am Tag bevor er in den Urlaub gefahren ist. Und wir sind halt von seinem Auto zurück zu mir nach Hause gelaufen. Ich guck die ganze Zeit voll nach links, ne, weil ich die ganze Zeit am Schwätzen bin. Hab die Hände aber so gehabt, ne. Auf einmal merkst du, bis einmal Rums macht, ne. Also die Hände schön gegen die Brust, ja. Hey, ich bin voll gegen die Laterne gerannt. Ich war so vor Freude, dass der halt da war, ne. Ja, aber ich bin so voll gegen die Laterne gerannt, ey. Hahaha. Wir haben jetzt wirklich an der Arsch abgelacht, ey, also. Der war gut, das war richtig gut gewesen, ey. Ach, Manu, bei dir auf Arbeit bin ich auch schon gegen die Scheibe gerannt, ey. Aber das Beste waren immer auch die Jeans. Das Beste war immer auch die Jeans. Alle schön die Regale eingeräumt, schön bedient etc. Wegen dir, Schatz, habe ich einen Hustenanfall, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Und das Geile war dann, oh, Pech gehabt, hehe. Und das Beste war einfach, wo ich dann die Sachen eingeräumt habe, einmal falsch gebückt, auf einmal hast du nur noch gehört. Ich sag's, geil. Das war ein Verschleiß, ey, sag ich dir, an Jeans. Ja, sag ich ja. Da sind wir die Buchsen gerissen, ey. Hättest du jeden Tag eine neue anhaben können, ey. Nee, aber.